Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin. Und mein Name ist Laura. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute dürfen wir euch unsere erste Live-Podcast-Folge vorstellen. Die hat ja am 29. Juni stattgefunden. Und ja, die Aufnahme ist somit live, also direkt mit ganz vielen Zuhörerinnen in Zoom. Und darum wird das Ganze sich nicht ganz so anhören wie sonst immer, sondern vielleicht ein bisschen, ja, Freestyle werden. Aber ich glaube, das macht es umso spannender. Warum ihr auch unbedingt dranbleiben solltet, ist, weil wir da wirklich die Trainingsfragen beantworten, die wir von euch gestellt haben. Viele von euch, die jetzt zuhören, werden sich wahrscheinlich sogar in einer Frage eingereicht haben. Wir haben diese Fragen alle beantwortet oder so viel wir beantworten konnten. Und alle anderen Fragen, die wir nicht beantwortet haben, die werden wir in eigenen Podcast-Folgen nochmal behandeln und genau, einfach dann nach der Sommerpause mit euren Fragen weiter tun. Herzlich willkommen zu unserer ersten Live-Podcast-Folge. Falls ihr es heute schon mitbekommen habt, die Laura und ich freuen uns schon den ganzen Tag und sind ein bisschen aufgeregt. Aber wir freuen uns sehr, dass wir so viele Fragen von euch bekommen haben und dass ihr ja jetzt auch so zahlreich erschienen seid. Und ja, genau. Ja, genau. Auch von mir ein herzlich willkommen und danke, dass ihr vor allem auch heute dabei seid. Wir haben ganz, ganz viele Fragen von euch schon vorab bekommen, möchten aber einfach nochmal jetzt dann in dem Intro für euch nochmal darauf hinweisen, wie das jetzt alles ablaufen wird und so weiter und so fort. Die technischen Fragen hat man jetzt schon beantwortet. Ich sehe gerade von einem Teilnehmer, dass man dich, Kerstin, sehr leise hört. Ich höre dich aber gut. Sonst red einfach lauter. Okay, ich höre lauter. Genau. Was. Genau. Also, wir haben ja eigentlich die technische Frage nach dem Hören jetzt erstmal geklärt, sozusagen. Kerstin, möchtest du mal noch die anderen Fakten zur heutigen Live-Podcast-Folge nennen? Ja, gerne. Also wie ihr wisst oder vielleicht wisst, machen wir diese Live-Podcast-Folge ja vor unserer Sommerpause. Die Laura und ich sind nämlich dann Juli und August mehr oder weniger Podcast-Urlaub, aber halt nur mit den Folgen. Wir werden natürlich weiterhin auf Instagram und Facebook ja da sein für euch und wir freuen uns auch immer über eure Fragen. Aber das war halt einfach der Grund für die Folge heute. Wir beantworten eure Fragen, die ihr uns jetzt hier in den Chat schreiben könnt. Wir beantworten aber auch ganz viele Fragen, die wir jetzt bekommen haben via Instagram oder Facebook. Und wir nehmen uns dafür jetzt 45 Minuten Zeit. Einfach mit einem Zeitrahmen, weil ich glaube, man kommt dann beim Hundetraining vor allem immer vom Hundertsten ins Tausendste. Und da ist es ganz gut, wenn wir einfach einen Zeitrahmen haben, dass wir sagen, gut, 45 Minuten passen, glaube ich, ganz gut. Und genau, und am Ende vom Ganzen bekommt ihr dann von uns den Gewinnspielcode, mit dem ihr dann bei unserem WOW-Gewinnspiel mitmachen könnt. Also wir haben da ein super tolles Paket zusammengeschnürt, das halt einer von euch gewinnen kann. Und wir freuen uns da schon sehr drauf, genau. Aber jetzt, ja, starten wir einfach mal, würde ich sagen, mit euren Fragen. Kommt direkt mal jetzt eine Frage an euch. Alle, die jetzt hier sind, habt ihr irgendeine Frage? Also wir haben ja den Überbegriff Hundetraining generell, aber auch im Hundealltag mehr oder weniger. Habt ihr da irgendwelche Fragen? Habt ihr Probleme mit euren Hunden im Alltag oder wie schaut es da aus? Überlegt euch gerne mal was, schreibt das gerne in den Chat und währenddessen fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, oder Laura? Ja, genau. Und eine Sache, die ich noch gern anmerken würde, wenn jetzt irgendjemand von euch eine Frage hat, die wir vielleicht schon in einer Podcast-Folge beantwortet haben, ihr könnt die trotzdem stellen. Wir können euch dann ja die passende Podcast-Folge nennen oder auch kurz drauf eingehen, wenn es einfach passt. Genau. Oder was mir noch dazu einfällt, es kann ja auch sein, dass euch in den letzten Podcast-Folgen zu den Podcast-Folgen dann noch spezielle Fragen aufgetaucht sind, die könnt ihr natürlich jetzt auch stellen. Sorry, Laura. Kein Problem. Also, ich würde vorschlagen, ich lese mal die erste Frage vor, die wir schon vorab bekommen haben. Und wie gesagt, nutzt einfach den Chat in der Zwischenzeit. Und ja, die erste Frage lautet, wie schaffe ich entspannte Hundebegegnungen, wenn ich selbst etwas angespannt bin?
Ja, Kerstin, ich lasse mal dich beantworten. Ja. Also Hundebegegnungen ist ja sowas, das begleitet mich, seit ich die Flumi habe. Die Flumi hat Hundebegegnungen gehasst, wirklich. Und es ist so ein wichtiges, wichtiges Thema und ich finde, das wird einfach voll unterschätzt. Wir hätten da jetzt, die Laura und ich, uns überlegt, also grundsätzlich ist es ja so, das wisst ihr eh, mit der Stimmungsübertragung ist bei Hundebegegnungen ein ganz ein wichtiges Thema. Also wenn ihr eben nervös seid, wie jetzt da ja, unsere Zuhörerin auch geschrieben hat, dass sie angespannt ist, merkt das natürlich der Hund. Und da soll man, wie auch die Zuhörerin ganz richtig erkannt hat, an sich selbst einfach arbeiten. Weil ich habe das bei der Flumi gemerkt, sobald ich halt irgendwie entspannt war und mir dachte, okay, ich schaffe das jetzt und mich einfach motiviert habe, war die Flumi auf einmal auch ganz anders und einfach viel entspannter. Und da wollen wir euch jetzt einfach mal ein paar Tipps geben. Ja, also eines, was ganz wichtig ist, was ich eh angesprochen habe, ist einfach mal so Motivation Talk, so in die Richtung. Also geht nicht vorbei und denkt, oh, jetzt könnte das passieren und dann könnte das passieren und oh mein Gott, sondern geht einfach vorbei und denkt, so, ich schaffe das jetzt und es wird jetzt so cool und versucht euch irgendwie so die positive Energie wirklich da herzuholen. Und ja, dann schafft ihr das ganz bestimmt mit eurem Hund auch vorbeizugehen. Das wäre mal so die grundlegende Einstellung, würde ich mal sagen, an der schon bei ganz vielen Leuten scheitert. Und dann auch noch ganz wichtig, Trockenübungen. Also geht nicht davon aus, dass ihr jetzt zur nächsten Hundebegegnung lauft und das wird einwandfrei funktionieren, sondern macht das wirklich mit Trockenübungen. Das heißt, schaut mal, wie euer Hund bei 200 Meter Abstand reagiert, wie ihr selbst reagiert, ob ihr dann schon schwitzige Hände bekommt oder so. Und dann probiert mal einfach die Distanz so weit zu erweitern, bis ihr seht, okay, hier bin ich noch entspannt. Mhm. Und da würde ich mal so anfangen und dann halt die Distanz verringern. Also wirklich auf euch auch achten. Wann weiß dann, wird der Puls höher? Wann werden meine Hände schwitzig? Wann kann ich mich noch gut auf den Hund konzentrieren? Also da würde ich so ein bisschen den Ansatz suchen. Laura, du hast sicher noch ein paar andere Tipps. Ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story, also diese Hundebegegnungen. Und zwar, ja, was ganz, ganz wichtig ist, du hast eh schon gesagt, Stimmungsübertragung, dass man einfach selbst nicht vergisst, dass eigentlich nichts passieren kann. Also in den meisten Fällen bei Hundebegegnungen kann eigentlich nichts passieren. Man muss einfach nur aneinander vorbeikommen. Das klingt jetzt so einfach, aber das ist einfach so. Ja, nur. Aber wenn alle angeleint sind, kann eigentlich recht wenig passieren. Das ist das Wichtigste. Ja, ich bin mir, also generell, was wichtig ist, lernt andere Hunde zu lesen. Also nicht nur den eigenen Hund lesen können, ist ganz wichtig, sondern auch andere Hunde, weil dann weiß man, was möchte der andere Hund eigentlich? Also möchte der jetzt spielen? Ist der irgendwie auf einen Konflikt aus? Also dass man sowas einfach lernt, dass man einfach lernt, Hunde zu lesen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz essentieller Tipp. Das hat mir zumindest sehr geholfen. Vor allem, weil ich einen kleinen Hund zu Hause habe, wo halt Hundebegegnungen manchmal noch ein bisschen schwieriger sind sozusagen. Ja, habe ich was vergessen? Ja, was man auch noch angesprochen oder was wir auch noch sagen können, ist halt einfach auch Atemübungen machen. Also wenn ihr generell ein sehr nervöser Typ seid, kann es euch natürlich helfen, wenn ihr auf eine große Distanz ein anderes Mensch-Hund-Team seht, also euch wirklich hinstellt und dann mit dem motivierenden Wort euch selber beruhigt und wirklich durchatmet. Und das ist ganz, ganz wichtig und einfach Vertrauen haben. Also Vertrauen in sich, Vertrauen in seinen Hund und einfach an die Bindung zueinander einfach dran glauben und das macht schon ganz viel aus. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr seid ganz nervöse Kerlchen, dann würde ich da mal anfangen mit sich selbst anfangen. Also wenn ihr selbst euch da so davon fürchtet, dann wird der Hund das niemals schaffen. Also ihr könnt immer nur das von eurem Hund verlangen, was ihr halt selbst auch irgendwo mit einbringen könnt. Und euer Hund wird nie entspannt vorbeigehen, wenn ihr selbst die Angst in Person sein. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt bei dem Ganzen. Mhm. Genau. Ja. Wir haben jetzt vom Fabian im Chat noch was dazu bekommen, was voll gut ist. Also da, ich lese mal vor, ich meine, alle, die jetzt nur danach das zuhören, dass sie es auch lesen können. Unser Arm an der Leine ist immer der verlängerte Puls. Ein Riesensensor für Hunde, um zu erkennen, ob man angespannt ist oder nicht. Ganz genau. Also das ist auch, ihr solltet euch generell bewusst werden bei so einem Thema, wenn ihr euch anspannt oder wenn ihr, egal was ihr macht, euer Hund bekommt das alles mit. Hunde sind dann nochmal viel feinfühliger
und können das so gut lesen. Deswegen, also ein Hund oder euer Hund lest euch besser wahrscheinlich wie oftmals ihr ihn. Also ganz, ganz aufpassen, was ihr da für Signale sendet, genau. Genau. Es kam auch jetzt gerade noch, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu einer anderen Frage übergehen, kam noch eine Frage zum Thema Hundebegegnungen. Und zwar, wie reagiert man, wenn ein Hund ohne Leine auf einen zukommt? Finde ich persönlich eine ganz spannende Frage, weil mir das auch immer wieder passiert und ich glaube auch dir, Kerstin. Und soweit ich weiß, haben wir darüber auch schon gesprochen, so mal ganz kurz in einer unserer Podcast-Folgen. Also was ich prinzipiell mache, wenn ich den Besitzer von Weitem sehe und wenn ich sehe, der Hund ist positiv gestimmt und sage, Lici hat auch einen guten Tag, dann frage ich auch mal rüber zum anderen Besitzer, ja, können wir sie spielen lassen? Und dann lasse ich Lici auch los, also damit es da einfach keine Konflikte gibt, damit Lici auch keine Leine dran hat. Ich glaube, das machst du auch, Kerstin, oder? Mhm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn der andere Hund ohne Leine auf mich zugestürmt kommt, dass das auch ein Ort ist, wo man den Hund frei laufen lassen kann und nicht halt neben einer befahrenen Straße. In dem Fall mache ich das meistens so, dass ich die Flummi dann wirklich so schnell wie es geht ableine. Weil wenn der Hund, also die Flummi läuft sowieso mal weg, weil die Flummi ist halt einfach so ein Typ, egal was ihr... Deshalb müsst ihr euren Hund auch ein bisschen kennen. Wenn euer Hund sich da lieber verkriecht und versteckt, dann ist vielleicht wieder was anderes. Aber grundsätzlich einfach mal den Hund von der Leine nehmen, weil ich halt gar nichts davon, so Hundebegegnungen an der Leine zuzulassen. Und schon gar nicht, wenn einer der beiden Hunde an einer Leine ist. Das würde ich gar nicht irgendwie tolerieren. Und dann halt wirklich, wenn das nicht von euch gewünscht ist, auch nochmal kommunizieren. Also ich sage bei jeder Hundebegegnung dazu, wenn die den Hund nicht von alleine lassen wollen, dann sage ich immer, mein Hund darf an der Leine keinen Kontakt haben. Und ich habe das schon von ganz vielen Leuten auf Instagram gehört, die dann teilweise wirklich sagen, mein Hund hat Flöhe oder so. Aber es hilft, Leute. Also wenn ihr da wirklich so ein paar hartnäckige Typen in der Umgebung habt, dann kann das auf jeden Fall helfen. Okay, ja. Du hast ja gerade geschrieben, hier ist es meistens tatsächlich kein Ort, wo man die Hunde entspannt einfach laufen lassen kann. Okay, das ist schräg, weil, ganz ehrlich, warum ist der Hund denn überhaupt frei? ja. Ich glaube, das ist Deutschland. Ich glaube, also wenn ich das richtig... Ja, genau, Berlin halt. Kam gerade okay. Noch. Also, ich persönlich sage da immer einfach ganz klar dem Besitzer, dass ich das nicht möchte. Und notfalls, also bei Lici geht das halt, bei einem großen Hund natürlich nicht, versuche ich einfach den anderen Hund auch so schnell als möglich einfach ja von uns abzuwenden. Das funktioniert ganz gut mit Körpersprache. Also wenn man den Hund, den anderen anfängt zu, ja nicht bedrohen direkt, aber ihm mit Körpersprache klarzumachen, dass er gehen soll, funktioniert das meistens ganz gut. Und ganz oft werde ich dann gefragt, naja, es funktioniert nicht immer. Es ist halt auch so, wie viel Hundesprache hat der andere Hund auch wirklich schon gelernt? Das ist halt immer so die Frage. Aber ich schaffe es im Sitzen tatsächlich ganz gut, Hunde so von uns wegzuschicken, solange die nicht in einer sehr aggressiven Stimmung sind, sagen wir es mal so. Also da klappt das eigentlich ganz gut und man sollte einfach darauf achten, den eigenen Hund zu schützen. Das ist das Allerwichtigste und vielleicht auch einfach wegzugehen, also aus der Situation rauszugehen, sofern das irgendwie klappt. Ich habe das jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich habe solche Situationen auch schon gehabt, wo die Flummi läufig war. Da ist ja auch oft so, dass egal wo die Flummi immer angeleint gewesen. Und da bin ich tatsächlich, dann habe eben auch probiert, den anderen Hund halt irgendwie schon auf Distanz, auf Abstand zu halten. Wenn das nicht funktioniert, habe ich halt die Flummi probiert. Also das irgendwie, wie soll ich sagen, auf der einen Seite halt irgendein Schutzmauer, also Wand oder was auch immer, Baum. Und da halt dann abgeschirmt die Flummi. Und dann bin ich halt so schnell wie möglich aus der Situation mit ihr rausgegangen. Aber ich glaube, da recht viel was anderes kann man nicht machen, weil du kannst mitten in Berlin deinen Hund nicht ableinen. Das ist halt echt wirklich schwierig. Also da einfach vielleicht, was die langfristigere Lösung wäre, wenn das wirklich total oft passiert, einfach an der eigenen Körpersprache gut arbeiten, dass der Hund wirklich schon von Distanz andere, okay, das gibt Ärger, ich gehe da nicht hin. Also vielleicht wird das eher so, wo ich sage, ein guter Tipp, den man wahrscheinlich noch eher anwenden könnte, wenn das wirklich häufig passiert. Genau. Cool. Ich glaube, wir können zu der nächsten Frage übergehen. Oder habe ich was übersehen, Kerstin, noch im Chat?
Ja, Fabian hat wieder was reingeschrieben, genau, also eh einfach bestätigt und dass es im Freilauf immer besser ist, wenn man den Hund ableint, genau. Genau. Ja, wir können gerne zur nächsten Frage übergehen. Da haben wir ja die Frage, das war eine ziemlich eine witzige Frage, wie wir die bekommen haben, wenn man so länger darüber nachdenkt, ist aber eigentlich eine voll schlaue Frage. Also, was tut man, wenn der eigene Hund immer in die Finger reinbeißt? Und das ist ja vor allem bei Welpen auch ein Problem oder bei sehr gierigen Labradoren. Aber ja, Laura, vielleicht erklärst du mal kurz, was das denn in der Welpenphase zu bedeuten hat. Also ich möchte nur sagen, das ist nicht nur bei gierigen Labradoren ein Problem. Also ich spreche da aus Erfahrung. Nein, also prinzipiell gilt es mal darum, bei dem Thema können wir jetzt nicht so eine genaue Antwort geben. Es geht mal darum, wie alt ist der Hund. In der Welpenphase, wenn das da vorkommt, also quasi Welpenphase, Übergang zu der Adoleszenz, also wo der Hund einfach in die Jugendphase übergeht, das ist meistens der Zahnwechsel, wo die dann anfangen, in alles reinzubeißen, in die Hände und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich damit arbeiten, dem Hund einfach eine Alternative zu geben, wo er auch richtig rumkauen kann und einfach seine Schmerzen abarbeiten kann, weil so ein Zahnwechsel tut natürlich weh. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Hund das macht, weil er Aufmerksamkeit möchte. Also auch erwachsene Hunde machen das manchmal. Vor allem Hütehunde kommen da manchmal rein, aber auch Hunde, die eben gerne apportieren, die nehmen auf einmal irgendwie den Arm ins Maul oder so, was natürlich total frech ist, das sollten wir nicht vergessen. Und was man hier machen kann, ist einfach mal den Hund eben zu ignorieren und dazu noch einfach einen Schmerzlaut von sich zu geben. Das kann man auch beim Welpen machen. Man sollte aber nicht vergessen, dass manche Hunde diese hohen Laute extrem motivieren, vor allem wenn sie viel mit so Quietschespielzeug gespielt haben und so. Manche Hunde motiviert dieses Quietschen dann auch noch. Also da muss man einfach immer individuell schauen, auch was hilft dem Hund wirklich dann zu entspannen, was nimmt er auch als Kauartikel an. Also da muss man auf jeden Fall immer individuell schauen. Und ich glaube, das ist auch Konsequenz ist ganz großes Thema, wenn ich es einmal oder wenn ich es sonst immer lustig finde, dass der Hund mich in den Finger beißt und einfach mit den Fingern spielt. Also ich kenne das von meinen Katzen früher, das habe ich auch immer total lustig gefunden. Und wenn ich das immer lustig finde und dann auf einmal beißt der Welpe halt einmal ein bisschen fest dazu oder der Hund wird dann größer und beißt dann mal rein in den Finger, dann tut es halt wirklich weh und dann fragen sich halt viele, wie ist denn das jetzt passiert? Also warum macht er das? Also da ist wirklich Konsequenz wieder das ganz große Thema. Und ja, wie gesagt, einfach viele imitieren ja eben dann das Quietschen und so einen Schmerzlaut, aber wirklich der Hund, also die Flummi, die ist regelmäßig schockiert, ich bin ja da ganz, wie soll ich sagen, groß mit meiner Körpersprache, mit meinen Lauten. Das heißt, ich mache da wirklich, die Flummi glaubt wirklich, ich muss sterben, weil sie mir den Arm abgebissen hat, also ich mache das dann ganz dramatisch und dann ist wieder Ruhe für ein paar Monate. Also wenn das wirklich passiert. Wobei, man muss sagen, die Flummi beißt mir nicht in den Finger, sondern die will einfach nur das Leckerli da rausschnappen. Ja. Aber gut, also da ist, glaube ich, immer, wie überall im Hundetraining, einfach mit Ernsthaftigkeit dazugehen und den Hund einfach glauben lassen, dass das jetzt wirklich so schlimm ist. Also ja. Genau, also das ist einfach und Konsequenz ist auch ganz wichtig, weil also das ist echt und man sollte auch nicht vergessen, vor allem bei einem Welpen, versucht er jetzt in den Finger zu beißen, also bewusst da reinzubeißen oder passiert das auf einmal im Spiel? Auch dann sollte man natürlich dem Hund zu verstehen geben, dass es nicht in Ordnung war, aber wenn der Hund zum Beispiel nach seinem Ball schnappt als Welpe und unabsichtlich die Hand erwischt, dann ist es halt auch mal blöd gelaufen. Es klingt zu schlimm, aber mir ist das nämlich mit Litschi passiert. Solche Sachen passieren halt, vor allem wenn man den ersten eigenen Hund zu Hause hat oder so, dann kann das halt mal schief gehen. Kann man auch kurz mal eine Schmerzlaut von sich geben, aber im Prinzip kann es dann auch passieren, dass der Hund das mit dem Spielzeug verknüpft, weil er hat ja eigentlich versucht, nach dem Spielzeug zu schnappen. Also einfach immer individuell schauen. Genau. Genau, ich finde es eigentlich ganz gut, wie wir das jetzt gerade machen, weil wir haben dann immer so Überthemen und dann bekommen wir da ein paar Kommentare im Chat. Das ist eigentlich ganz praktisch.
Ich glaube, es ist auch einfacher für alle Leute, dass man irgendwie schon immer ein Thema hat, zu dem man diskutieren kann. Genau. So. Aber weiter mal zum nächsten Thema.